herzlich willkommen. Servus Leute, ich wünsche euch ein gesundes neues Jahr. Ich hoffe, ihr seid entspannt rübergekommen ins neue Jahr 2024. Ihr hört es vielleicht, ich bin ein bisschen krank, kurz vor Silvester, Mittelohrentzündung, was jetzt eine Nasennebenhöhlenentzündung ist, aber wir tun unser Bestes. Und was ihr vielleicht auch hört, ich denke schon, man hört es, dass die Tonqualität etwas besser ist, denn ich habe von meiner Freundin, hier sieht man es, zum Nikolaus ein neues Mikrofon bekommen, beziehungsweise zwei. Also das hier ist das zweite, wenn wir auch mal wieder Aufnahmen zu zweit machen. Und das hier ist der kleine Empfänger hier in meiner Hosentasche, nee, der Sender. Und mit einem Mikrofon geht es auch zu verbinden. Und das funktioniert, glaube ich, ganz gut. Die hat sich da informiert, was ihr Influencer so benutzt für Mikrofone. Und das super beste High-End-Ding war dann doch ein bisschen zu teuer, aber das soll wohl das zweitbeliebteste sein. Und ja, das probieren wir hier mal aus. So, und dann habt ihr vielleicht auch schon gelesen, dass das eine Spezialfolge ist. Und zwar gibt es heute auf dem Lesestapel nur jede Menge Panini-Sachen. Nur Panini-Sachen. Ich habe nämlich, wie ihr vielleicht gesehen habt, ja auch immer mal ein bisschen Superhelden wieder gelesen. She-Hulk habe ich ja gelesen. Und nebenbei lese ich auch noch Korrektur. Falls ihr es kennt, Fanhome macht ja immer solche Zeitschriftenhefte mit Bauteilen und so weiter. Da gibt es aktuell den Infinity-Handschuh. Ich weiß gar nicht, ob der mittlerweile schon ausgeliefert wird. Und da lese ich die Hefte Korrektur, um auch zu gucken, passt das mit den Marvel Comics, sind die Zitate richtig, sind die Charaktere richtig, denn das wird aus dem Spanischen ins Englische übersetzt und vom Englischen ins Deutsche und da passieren auch manchmal Fehler, sodass da auch schon mal DC-Charaktere reingekommen sind. Und dadurch habe ich auch wieder viel Thanos Comics hauptsächlich natürlich, alles was so um Infinity Saga und Infinity Handschuh geht, Infinity Steine, wieder Lust bekommen auch Superhelden zu lesen. Und dadurch wiederum dachte ich einfach, ja, ich habe ja jetzt Panini schon mal gefragt nach Rezensionsexemplaren und klar, ich muss dann dazu auch was sagen. Das machen wir ja hier sowieso für euch und ich habe so noch ein paar Lücken. Ich habe ein paar angefangene Reihen und ich frage die einfach mal, was habt ihr vielleicht da noch für Kontingent? Schickt ihr mir was zu? Und da ist das irgendwie ganz schön lange Liste geworden. Und die haben auch gesagt, klar, hier bis auf ein Band, der ist vergriffen, aber den Rest schickt mir der sehr gern zu. Und dann habe ich hier so zwei Kartons bekommen und habe auch versprochen, dass ich da mal eine Spezialfolge mache. Und das mache ich jetzt hier für euch und zeige euch mal, was in den ganzen Kartons war. Und da rocken wir einfach mal durch. Das kam nämlich vor Weihnachten schon an. Ich habe überlegt, ob ich was lese, aber ich dachte, nein, wir packen das hier direkt zusammen aus. Und ich zeige euch, was da drin war. Manches ist euch vielleicht auch schon bekannt, wie zum Beispiel Nana und K.O.H.U. Die Reihe lese ich ja aktuell auch schon. Band Nummer 3 habe ich schon da. Das ist Band Nummer 4. 12 Euro bei Panini. Ist ja, ein Erotik-Manga. Geht um ein befreundetes. Das sind ja noch kein Pärchen. Oder ich bin zumindest noch nicht so weit. Aber um befreundetes. Um Freunde mit Bondage, Erotik etc. Und nach wie vor ist es zumindest für mich lesenswert. Dann habe ich ja auch, habt ihr auch schon gesehen, Sandman bis Band Nummer 3 gelesen. Jetzt kam ganz frisch raus Sandman, Dead Boy Detectives. Da wollte ich auch einfach mal reinschauen. Ich habe gesehen, von Dead Boy Detective werden auch mehrere Bände kommen. Die sind nicht nummeriert, das sind alles Einzelbände. Ihr fremde Geister unerwünscht. 19 Euro das Paperback. Schaue ich mir mal an, habe ich Bock drauf. Dann ist das ja auch nichts Neues, Lone Wolf and Cub, wisst ihr genau, finde ich sehr gut die Reihe, möchte ich nach wie vor weiterlesen, bin ich bei Band 3 jetzt aktuell, das hier ist die 5, genau die 5, 35 Euro, die große Master Edition, schöner Schutzumschlag, farbiges Lesebändchen, hier haben wir jetzt schwarz zu dem Rosa, meistens ist es in der Farbe des Schutzumschlages hier mal nicht so gewählt, ist ja aber auch nicht so schlimm, freue ich mich. Dann als nächstes haben wir Bier. Die Graphic Novel, ein Streifzug durch die Geschichte des Bieres. Dreimal dürft ihr raten, warum ich das lesen wollte. Könnt ihr mir gerne mal unten reinschreiben. Ja, 29 Euro kostet das Ganze. Ich bin gespannt, was mich hier erwartet.
ob ich noch was lernen kann. Und dann habe ich als letztes aus diesem Karton einen großen Band. Sieht man selten bei mir. DC Comics, Black Label haben wir hier. Swamp Thing, Grüne Hölle. Ein abgeschlossener Einzelband von Jeff Lemire. Und das Ding kostet auch 35 Euro. Ich finde das Cover schon mal mega gut. Das ist hier so recht matt gestaltet und hier unten seht ihr so ein bisschen Spotlack. Und ich mag einfach Swamp Thing, weil ich als Kind die Cartoon-Reihe geguckt habe, total klasse fand und irgendwie ist es so hängen geblieben. Und deswegen wollte ich diesen Band haben und auch lesen. So, Karton Nummer 1 ist leer. Leer. Jetzt haben wir hier einen ganz vollen Karton, den kann ich nicht anheben, der ist zu schwer. Hier sind nämlich echt, ich weiß nicht, 30 Paperbacks oder so drin. Kann es euch nicht sagen. Wir starten einfach mal rein. So, ich habe es schon ein bisschen sortiert, das habe ich schon im Vorfeld gemacht, damit nicht alles wüst durcheinander kommt. Wenn es eine Reihe ist, habe ich die schon mal ein bisschen zusammensortiert. Hier habe ich einmal Tony Stark, Iron Man, Band Nummer 5 ist das. Die ersten 4 habe ich schon zu Hause, ich glaube bis zur 3 habe ich es damals schon gelesen. Bei den meisten muss ich wahrscheinlich die Reihe auch nochmal neu lesen. Und hier geht es, glaube ich, um Arno Stark, genau, Tonys Adoptivbruder. Ich bin gespannt, damit kann ich die Reihe dann noch abschließen. 17 Euro der Band. Schauen wir mal. So, dann nehmen wir mal das hier. Das ist nämlich auch ein einzelner Band. Die vorherige Venom-Reihe, nicht die aktuelle. Band Nummer 7. 17 Euro jetzt aktuell. Schöne neue Welt. Die Reihe habe ich bis Band 4, glaube ich, schon gelesen. Band 4 war der War of the Realms Tie-In-Band. Und da habe ich noch nicht weiter gelesen, weil dann mit Band 5 das Absolute Carnage Tie-In kam. Und Absolute Carnage habe ich noch nicht gelesen, das steht auch zu Hause. Aber ja, wenn ich die Reihe dann weiterlese, zwingt mich auf jeden Fall wieder ein bisschen kreuz und quer zu lesen. Absolute Carnage, dann kann ich meine Deadpool-Heftreihe auch weiterlesen, die ich damals nicht weiter gelesen habe, weil dann Absolute Carnage kam. Und der Band fehlt mir nämlich noch. Die 8 habe ich auch schon zu Hause, die habe ich gebraucht irgendwo mal gekauft. Die 6 habe ich dann mir selbst irgendwann gekauft, weil sie zwischenzeitlich mal out of print war und nicht sicher war, ob sie nachgedruckt wird. Deswegen habe ich dann natürlich zugeschlagen. Jetzt ist hier noch die fehlende Nummer 7. So, dann haben wir hier Der Tod von Dr. Strange und Die Welt ohne Dr. Strange. Einmal Der Tod von Dr. Strange mit 17 Euro und Die Welt ohne Dr. Strange 28. Das ist auch ein dicker Band auf jeden Fall. Die haben jetzt keine Nummerierung, aber laut Artikelnummer zumindest gehören sie doch zu der vorherigen Dr. Strange Reihe. Band Nummer 5 davon ist nämlich aktuell vergriffen, bis zur 4 habe ich sie zu Hause bereits stehen. Deswegen habe ich mir die noch geordert, um da ja, die Reihe zu vervollständigen, zu Ende zu lesen und mal schauen, ob ich dann vielleicht Strange, was ja glaube ich mit Clea aktuell ist, weiterlese. So, dann haben wir hier noch ein Einzelband. Captain Marvel, das ist Band Nummer 6 für 13 Euro. Da habe ich auch tatsächlich zwischendurch einfach mal hier im Laden immer alle fehlenden mir rausgezogen. Es sind ja 9 aktuell. Der 10. der kommt jetzt demnächst raus. Wenn ich das Video online stelle, könnte er vielleicht sogar schon draußen sein. Genau, und die 6 hat mir noch gefehlt. Da habe ich die Reihe dann jetzt auch vollständig zu Hause und kann loslegen. Und die ist ja auf jeden Fall von Kelly Thompson gestartet. Danach hat Kelly Sue DeConnick, glaube ich, weitergeschrieben und dann wieder Kelly Thompson oder so. Und soll auf jeden Fall eigentlich ganz gut sein. Und mit Guardians of the Galaxy und den ganzen Thanos-Sachen habe ich ja auch immer viel Kosmisches gelesen, Annihilation. Und da passt das definitiv nicht ganz gut rein. So, was haben wir hier? Spider-Man, Miles Morales. Da haben wir 3, 4 Bände am Start hier, glaube ich. Genau. Band 4. Ich halte es mal noch länger rein hier. Spider-Man, Miles Morales, Band Nummer 4 für 17 Euro. Band Nummer 5 für 19 Euro. Band Nummer 6 für 13 Euro. Und hier auch wieder ohne Nummerierung. Das reicht der Spinne, aber laut Artikelnummer Band Nummer 8.
Ich weiß gar nicht, wie es auf der Panini-Seite ausgezeichnet war, ob es da noch mit Nummerierung ist. Die Reihe habe ich noch gar nicht gelesen. Da habe ich mir Band 1 nur gekauft, weil es ein schönes Variant-Cover war damals. Habe da schon ein bisschen nach und nach aufgefüllt und das sind jetzt die vier fehlenden Bände, die ich mir dann noch zur Gemüte führen will. Schauen wir mal, wie mir das gefällt. Miles Morales mag ich einfach als Spider-Man auch und da lesen wir die auch noch zu Ende. So, Black Cat haben wir hier. Black Cat Nummer 3. Black Cat Nummer 4. Die 3 war 18 Euro, die 4 14 Euro. Und hier haben wir noch die 5 mit 13 Euro. So, ich nehme an, auch das ist bestimmt ein Tie-In-Band, weil Invasion der Symbionten. Hier hinten ist auch, wie heißt der, Knull, Null, Null drauf, wird also wahrscheinlich King in Black Tie-In sein. Band 1 habe ich mir auch gekauft, weil es ein unglaublich hübsches Variant-Cover war. Königin der Dieben. Und was haben wir hier noch? Infinity-Stein im Black Cat. Ja, schauen wir mal, passt ja auf jeden Fall dazu. Ist vielleicht irgendwann im Fanhome Heft auch nochmal Thema. So, hier haben wir Captain America. Das ist auch nicht die aktuelle Reihe, sondern die davor. Band Nummer 4 mit 18 Euro und hier auch wieder ohne Nummerierung. Wie heißt es? Gemeinsam vereint. Laut Artikelnummer Band Nummer 6 für 19 Euro und daraufhin, also hier sieht man ja auch schon, Falcon und Captain America, also Steve Rogers und Sam Wilson. Und daraufhin ist, glaube ich, die neue Reihe gestartet, wo quasi jeder seine eigene angefangen hat. Und jetzt mit das Finale und Kalter Krieg, glaube ich, wurden die Reihen ja zusammengeführt. Mal schauen. Die ersten zwei Bände davon habe ich schon gelesen, den dritten noch nicht. Aber es ist unglaublich lange her, von daher muss ich hier auf jeden Fall auch nochmal reingucken. Und dann gucken wir mal, ob mir das gefällt. So, hier bin ich gespannt. The Resistance von J. Michael Straczynski. Band Nummer 1 habe ich da auch schon ganz lange. Ich glaube, seit Erscheinen sogar schon zu Hause. 24 Euro kostet ja Band Nummer 2. Das wollte ich damals schon lesen. Irgendwie bin ich nie dazu gekommen. Und ich glaube, da geht es darum, dass durch ein Virus Menschen Superkräfte bekommen. Aber ich bin mir nicht sicher. Und irgendwie sollte da auch ein richtiges Universum aufgebaut werden. Aber Band 2, wann kam der raus? Das Original auf jeden Fall 21. Bis jetzt ist da, glaube ich, noch nicht mehr viel passiert. Ich weiß gar nicht, ob da schon in den USA auch mal wieder was rauskam. Bin gespannt. Also so an sich von der Story her und alles. Hat ich da auf jeden Fall Bock drauf. Schauen wir mal. So, hier haben wir Fantastic Four auf jeden Fall. 1, 2, 3 Bände. Die 9, die 10 und die 11. Auch davon habe ich den Rest schon zu Hause. Bis zur 3 oder so hatte ich das schon. Die 4 war auch irgendwie, glaube ich, mal vergriffen. Oder die 3, wo Doom drauf war vorne, ist auch ein schönes Cover. Das hatte ich dann mal schnell geholt. Und den Rest habe ich hier auch so nach und nach aus dem Laden gezogen. Hier, das mit der Flamme sieht auch ziemlich cool aus. Oh, hier ist der She-Hulk hinten drauf. Cool. Da freue ich mich schon. 19 Euro. Und dann hier Reckoning War Band 1 und 2. Weiß ich gar nicht, was das für ein Event ist. 17 Euro und 14 Euro. Ja, Fantastic Four habe ich lange nichts gelesen auch. Bin mal gespannt. Mal sehen, ich habe auch noch die Flamme und das Ding. Oder wie hieß die? Zweiteilige Maxi-Serie. Habe ich auch noch zu Hause stehen. Das könnte sich vielleicht mal lohnen, vorher zu lesen. Dann habe ich hier wieder was recht Aktuelles. The Ambassadors. Ich habe überhaupt keine Ahnung, worum es ging. Das Cover hatte mich angesprochen. Und bevor ich es bestellt hatte, hatte ich auch mal eine andere Meinung von Mark Miller. Deswegen habe ich das einfach mal mitbestellt. Jetzt kann ich euch sagen, es wird das Letzte, was ich von Mark Miller lesen werde. Und auch nur, weil ich mich ja jetzt natürlich dazu bereit erklärt habe, hier eine Rezension abzugeben. Denn auch vor kurzem habe ich über unseren Discord-Server
einen Screenshot auch geteilt bekommen, dass Mark Miller ja Eisenfan Fuckface, also den Mitgründer von Comicsgate, retweetet, glaube ich, hat und oder kommentiert und wie auch immer mit Cheers Butt. Also das sind dicke Homies und alle, die irgendwie Comicsgate-Sympathisanten sind, versuche ich ja auch irgendwie zu meiden. Und dann gab es noch einen Artikel, den ich mir aber noch nicht durchgelesen habe, weil auch komplett auf Englisch und ich mir für sowas Zeit nehmen muss, irgendwas mit Mark Miller und Antisemitismus, und deswegen lese ich den noch gezwungenermaßen und danach ist Mark Miller für mich Geschichte. So, dann hier, genau, haben wir es ja vorhin, habe ich schon gesagt, Sandman habe ich bis zur 3 gelesen, Band Nummer 4 ist dann auch hier mit 24,99. Die Zeit des Nebels, ja. Also nach wie vor verrückt gezeichnet. Ich freue mich, Sandman. Macht mir echt immer Spaß, wenn ich es lese. Ich bin gespannt, von der Serie hat man lange nichts mehr gehört. Die sollte ja verlängert werden, ich glaube. Da ist es gerade ein bisschen still geworden. Schauen wir mal. So, und jetzt haben wir hier 4 von einer Reihe, wo ich mich auch sehr freue. Auf die ich mich sehr freue, so rum. Und das könnte tatsächlich sein, dass ich damit auch beginne. 2, 4, 6, 7 Bände. Bruce Banner Hulk. Den habe ich bis zur 4 zu Hause. Bis zur 3 damals tatsächlich schon gelesen. Aber das werde ich auf jeden Fall nochmal von vorne anfangen und auch am Stück lesen. Denn das hat Spaß gemacht und ich habe eigentlich von allen gehört, dass das Ding großartig ist, und dann will ich das auch wirklich nochmal, dass ich mich daran erinnern kann, genießen. Hier haben wir Band Nummer 5 mit 18 Euro, Band Nummer 6, hier ist der Xenmu vorne drauf mit 15 Euro, Band Nummer 7 kommt hier daher mit 17 Euro, da ist hinten drauf, glaube ich, auch wieder Xenmu. Die 8 mittlerweile auch schon vergriffen. Weiß gar nicht, warum die Nummer 8. Kostet 15 Euro. Die Nummer 9 auch 15 Euro. Hier haben wir das Ding vorne mit drauf. Die 10. Der offiziell, sage ich mal, letzte Band, denn der ist nummeriert. 22 Euro auch was dickeres. Und hier die Nummer 11 laut Artikelnummer, aber nicht mehr nummeriert. Kostet 29 Euro, auch ein dickes Ding. Ich glaube, das sind auch wie so eine Art Kurzgeschichten hier drin. Ja, bin ich gespannt drauf. Wie gesagt, ich glaube, damit fange ich an, wenn ich Invincible jetzt durchgelesen habe. Da bin ich aber auch hart dran, Band Nummer 7 mittlerweile. Und zu guter Letzt Stranger Things, auch ein paar Bände. Habe ich damals angefangen, wo wir die Serie geguckt haben. Hat mir Spaß gemacht. Band 1 habe ich auch schon gelesen. Da weiß ich noch und kann zu sagen, das erweitert das Ganze cool, wenn man Stranger Things mag. Gibt es halt noch ein bisschen mehr Input. Braucht man natürlich aber für die Serie überhaupt nicht. Und da haben wir hier Band Nummer 2 mit 15 Euro. Band Nummer 3. Nee, Quatsch. Band Nummer 3 war das hier. Die 2 habe ich auch schon zu Hause stehen. 6 heißt die, glaube ich. Aber noch ungelesen. Die 4 mit, als das Camp mit 15 Euro, Band Nummer 5, 13 Euro, sind auch so 100, 110 Seiten Bände meistens nur. Die Nummer 6, Kamtschatka mit dem coolen Demogorgon auf jeden Fall vorne auf dem Cover, 13 Euro, und hier das Holiday Special mit dem Weihnachtsbaum schön auf dem Cover, auch ohne Nummerierung. Ich glaube, auf der Panini-Seite war es mit der 7 nummeriert. Und auch an der Artikelnummer steht es als 7. Ja, Band Nummer 16. So, ihr seht, hier ist ein Riesenstapel. Auch der Karton ist leer. Das war's. Mal sehen, wie lange ich dafür brauche. Ich gebe keine Prognose ab. Panini ist da glücklicherweise auch sehr geduldig, was das angeht. Solange da immer mal ein paar Rezensionen kommen, ist es cool für die. Und wie gesagt, ich habe auch nur Sachen bestellt, wo ich Bock drauf habe, die ich wirklich weiterlesen will. Deswegen freue ich mich schon, da irgendwie auch alle reinzulesen.
Und dann will ich das auch gar nicht unnötig in die Länge ziehen. Ihr habt jetzt viel gesehen. Schreibt mir gerne mal drunter, was habt ihr von den Reihen gelesen? Mit was sollte ich vielleicht anfangen? Soll ich doch nicht einen Hulk zuerst lesen? Sollte ich mit was anderem anfangen? Unabhängig von meiner zu Nase, wie war die Tonqualität mit dem neuen Mikro? Und dann war es das auch schon. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Guckt auf unseren Social-Media-Seiten vorbei. Genau, wenn es euch nicht wehtut, abonniert uns, drückt gefällt mir, teilt das. Das hilft uns immer allen weiter. Und dann bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao.